Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir King's Quest. Und zwar das Remake von King's Quest. Und zwar das offizielle Remake. Weil von diesem Spiel gibt es nämlich mittlerweile... Es gibt ein paar inoffizielle Fan-Remakes, aber es gibt auch mittlerweile ein offizielles Remake, das auch dieses Jahr erst rausgekommen ist. Ist ein... wie relativ oft ein Adventure, das in Episoden ausgeliefert wird. Und da spielen wir jetzt die erste Episode. Und ich bin mal gespannt, wie es ist. Soll ja relativ gut geworden sein, habe ich gehört. So, dieses Spiel speichert automatisch. Ich hoffe, man kann auch manuell speichern. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Das werden wir aber noch rausfinden. So, beenden, Erfolge, Einstellungen. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir doch einfach gleich mal auf Spielen und schauen uns das Ganze mal an. Ja, hier sieht man auch Kapitel 1, der seinen Ritterstand. Das können wir beginnen. Okay. Anscheinend wird er da auch im Laufe des Spiels relativ älter, wie es aussieht. Wie ihr seht, was ich sagen wollte, Kapitel 2 ist erst demnächst erhältlich, genau wie Kapitel 3, 4 und 5. Wann sie genau rauskommen, habe ich keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Wir spielen auf jeden Fall jetzt erstmal Kapitel 1, der ist ein Ritterstand. So, es fängt ohne Intro an, wie es aussieht. Keine Ahnung, was wir jetzt genau hier machen müssen. Das ist auf jeden Fall unser Inventar, alles klar. Viele Slots haben wir anscheinend nicht. Egal. Wie es aussieht, müssen wir hier langlaufen. Leertaste zum Anschauen. Okay, er führt jedenfalls schon mal keine Selbstgespräche, indem er beschreibt, was er sieht. Was ist das hier? Ah, das ist das. Okay. Naja, dann bringen wir mal das Ding nach unten. Wahrscheinlich müssen wir in den Brunnen reinsteigen, schätze ich mal. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Ein ganz schön tiefer Ton. Ich war seit Jahren nicht dort gewesen. Doch es war der letzte Ort, wo ich suchen konnte. Okay, und nach was suchst du, mein Freund? Ui. Die verlorenen Wünsche waren nicht, was ich suchte. Ah, ein Wunschbrunnen. Okay. Ich schätze mal, dann müssen wir die Matratze hier anschauen. Eine Tür. Dann gehen wir mal durch. Wo führt uns dieses Tor denn hin? Es hat sogar eine Glocke dran. Okay. Es war nicht ganz so wie in meiner Erinnerung, aber auch nicht allzu anders. Ich glaube, das war eine Anspielung aufs Originalspiel. Ah ja, so kann man ganz normal laufen. Okay, verstehe. Hey, das ist mal eine Höhle. Die ist ja mal cool. Das sieht ja echt mal cool aus. Zwei seltsame Vorrichtungen hüteten den Schatz. Ich musste eine auslösen und abwarten. Okay. Und da geht's nicht weiter, oder? Ah, nee. Das ist eine Tor, das wollen wir aufkriegen. Na ja, gut, dann probieren wir doch einfach mal eine aus. Was passiert?
Okay, das scheint die richtige gewesen zu sein. Was passiert, wenn wir die machen? Autsch. Und das wäre passiert, wenn ich den linken Schalter betätigt hätte. Aber da ich diese Geschichte erzählen kann, weißt du bereits, welchen ich nahm. Okay, sowas passiert also... ja, in den original alten Sierra-Spielen konnte man ja sterben, wenn man einen falschen Fuß irgendwo hingesetzt hat. Das ist anscheinend auch eine Anspielung. Und das ist sehr, sehr schön gemacht, dass es dann heißt, ja, da ich noch lebe, ich erzähle ja die Geschichte, und da ich ja noch lebe, habe ich das definitiv nicht so gemacht. Aber es wäre passiert, wenn ich das gemacht hätte. Ja, das finde ich sehr schön gemacht. So, dann gehen wir mal weiter. Okay, wo sind wir denn? Die Höhle war vollgepackt mit Eimern, Butterfässern und Betten. Der Anblick kam mir irgendwie vertraut vor. Okay. Und warum hängen hier lauter Betten rum? So bequem das Bett auch war, es war der falsche Zeitpunkt, um dort zu verweilen. Okay, so viel zum Thema. Wir legen uns mal einfach mal ein bisschen hin. Moment mal, Opa. An den Teil der Geschichte erinnere ich mich nicht. Betten, die von Stalaktiten hingen? Dazu kommen wir noch, Gwendolyn. Keine Sorge, also wo war ich? Den Fluss aus rumpelnden Betten durchschritt, fürchtete ich, die Quelle dieses ohrenbetäubenden Windes zu kennen. Ach, die gute Gwendolyn. Die spielt man, glaube ich, in King's Quest 4, glaube ich. Ja, also ich glaube, er bringt mit der Erzählung irgendwas durcheinander, weil Betten, die an Dings rumhängen. Es ist auf jeden Fall seine Erzählung, was er alles so erlebt hat und ja. Müssen wir jetzt... Ne, wir müssen einfach da lang. Okay, eine Brücke, die aus verschiedenen Teilen besteht und aus Matratzenbetten. Unter einem schlummernden Haufen Zähne und Klauen lag... Der Zauberspiegel. Oh, an diesen Teil der Geschichte erinnerst du dich also? Ja, weil ich Drachen liebe. Weiter erzählen? Ja. König Edward schickte mich, den besten Ritter von ganz Daventry, aus, um seinen gestohlenen Spiegel zurückzuholen. Nur ein gigantisches Untier von einem Drachen stand noch zwischen mir und... Und einem schicken neuen Hut in meiner Sammlung. Okay. Na, dann wollen wir doch mal den Spiegel rauben. Oder zurückrauben, wie es sich jetzt eben angehört hat. Die Erzählungsweise von dem Spiel gefällt mir echt gut. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter. Naja, hier hat auch gespeichert, habe ich gerade gesehen. Sehr schön. Was ist das hier? Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Ein albernes Rätsel. Ja, okay. Wie wenn das nicht so funktionieren würde, aber gut. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Was haben wir denn hier so alles? Stühle. Weitere Betten. Viel, viel Gerümpel. Okay. Was auch immer das ist. Unzählige alte Bücher mit unheilverkündenden Titeln stapelten sich in dem seltsamen Schlafzimmer. Grundkurs Drachen zähmen, die Bändigung scheußlicher Untiere, die Eindruck schinden,
Allerdings keine Bücher über fehlende Griffe. Na sowas. Können wir jetzt hier irgendwie was machen noch? Weil es so in dieser Form reingegangen ist, in dieser Ansicht. Sieht aber nicht so aus, als ob wir hier was machen könnten. Naja gut, dann gehen wir wieder raus. Was ist denn das hier? Ach, das ist wahrscheinlich der Griff. Und wenn wir ihn betätigt nehmen... Der fehlende Griff war also eine Falle? Was hast du gemacht? Tja, ich habe die Falle clever umgangen. Ja, klar. Und mich dann clever versteckt. Sehr clever versteckt, aber es ist mir als einziges im Moment gerade eingefallen. Aber es scheint geklappt zu haben. Nicht der allerhellste dieser Drache. Zum Glück bemerkte das halbblinde Untier mich nicht im Bett. Es muss schwer sein, direkt ins Auge eines Drachen zu treffen. Ich treffe ja nicht mal einen Heuballen. Ja, das vermögen nur geschickte Bogenschützen. Okay, jetzt. Ach, dann geht er wieder ins Bett rein. Wie ich sagte, für ein Nickerchen war keine Zeit. Schade. So, aber ich wollte eigentlich das hier holen. Wo ist denn dieser... Oder hat er ihn mitgenommen? Ah, er hat ihn schon drin. Ein Holzgriff. Gut, dann gehen wir mal zurück. Womit hast du den kaputten Schalter repariert? Mit diesem Holzgriff. Ach du Schande. Und das hat den Drachen nicht aufgeweckt. Ah, scheint so. Die Ketten des Drachen waren um einen riesigen Schalter an der Höhlenwand geschlungen. Okay. Diese Höhle schien voll gescheiterter Abenteuer zu sein. Naja, dann wollen wir mal näher rangehen. Ah, der Drache will raus. Ich glaube, da können wir ihnen nicht helfen. Nach einem kurzen Sonnenbad fing der müde Drache wieder an zu schnarchen. Würde ich auch, wenn ich nur einen Spiegel als Freund hätte. Ja, kann ich auch verstehen. Irgendwie tut mir der Drache ziemlich leid. Ganz ehrlich gesagt, so eingesperrt in der Höhle, ganz allein. Das ist natürlich nicht so toll. Vor allem, wenn er eingesperrt ist. Wer hat ihn eingesperrt und wie kommt er dann an den Spiegel ran? Weil er kann ihn ja eigentlich geraubt haben. Wenn ich so sehe... Oh, was ist das? Was? Wow, das schaffen wir nicht. Doch, wir schaffen es. Was passiert, wenn wir da erwischt werden? Jetzt einfach mal wissen. Nachdem ich aufgespießt worden war, machte ich ein Nickerchen und ließ den Zauberspiegel noch einen Abend auf seine Rettung warten. Opa! Tja, ich dachte, es wäre Schlafenszeit. Dann mache ich weiter. Okay. Die Kommentare, wenn man stirbt, sind alles wirklich lustig, finde ich. Moment, wir warten, bis er nochmal da war. So.
Und weiter geht's. Hier sollten wir ja gefahrlos. Hoppala. Ey, puh. Das war knapp. Wir sollten hier nicht auf die Skelette treten. Ich glaube, das ist ungesund. Wobei es einen mich fragen würde, was passiert, wenn einen der Drache erwischt? Ah, das probieren wir jetzt nicht aus. Das passiert in etwa. Du bist einem grimmigen Drachen ins Maul marschiert? Ich wollte nur sicher sein, dass du noch zuhörst. Ja, okay. Ich hab's mir eigentlich gedacht gehabt, dass das passiert. Aber ich dachte auch, wir probieren es einfach mal. Die Speicherpunkte sind ja jetzt zum Glück nicht so wahnsinnig weit entfernt. Scheiße! Okay, das passiert also, wenn man so unaufmerksam Moment. Ist. Dann ist unsere Familie unsterblich? Okay, also das ganze Spiel nochmal von vorne. Und diesmal mit ein bisschen mehr Vorsicht. Aber die Musik ist auch richtig klasse untermalt. Also, das ganze Ding ist auch richtig klasse mit der Musik untermalt. So, soweit waren wir ja schon. Gut. Phew. In die Höhle marschieren wir jetzt nicht rein, sondern wir gehen jetzt nach hier oben, hätte ich gesagt. Und... Ah. Wer immer diese Falle entworfen hatte, hielt sich wohl für sehr schlau, aber ich fand sofort einen Weg, den Schalter zu treffen. Ja, da schauen wir mal, wie wir den treffen, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, mach's gut und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!